Bürger von Oerkwick. Ich muss ja sonst sowieso predigen, aber ich bin trotzdem nervös, schrecklich nervös. Ich darf sprechen im Namen der Konfession und ich tue das gerne und auch im Namen der Religion, weil ich denke, gerade in solch einer Situation ist das so wichtig, dass wir zusammenhalten, dass die Ökumene so lebt. Von dem Video, von dem eben schon die Rede war, ich war dabei. Und neben all den schrecklichen Bildern, die man sieht, im Fernsehen, in den Nachrichten, diese Bilder werde ich nicht vergessen. Wie die drei Busse da am Montag hereinfuhren und wir gewunken, geklatscht haben und das Strahlen der Gesichter in den Bussen, das war richtig bewegend und ich hatte da eine Sonnenblume in der Hand und habe damit gewinkt und von daher habe ich so gedacht, ich bringe noch einmal eine mit und zwar die größte, glaube ich, in ganz Oerkwick. Für mich hat dieses Winken mit der Sonnenblume auch eine Bedeutung. Es wird nicht dunkel, wenn Flüchtlinge zu uns kommen, wie manche Leserbriefe, wie manche anonyme Internetschreiber, wie eine Gruppe, die sich eigentlich hier treffen wollte, uns weismachen will. Im Gegenteil, Menschen, die so viel Schreckliches, Dunkles in ihren Ländern, im Irak, in Syrien erfahren haben, von daher kommen die meisten Flüchtlinge in den Bussen, sie dürfen nicht noch einmal Dunkles, Bedrohliches hier erfahren. Flucht ist kein Verbrechen. Und trotzdem erleben viele Flüchtlinge an den Außengrenzen der EU, dass sie wie Verbrecher behandelt werden. Nein, für sie muss die Sonne des Schutzes, die Sonne der Sicherheit und die Sonne der Solidarität aufgehen. Und wenn ich sehe, wie toll das Rote Kreuz in kürzester Zeit alles organisiert hat in der Westerbachschule. Wahnsinn, in der kurzen Zeit. Wenn ich sehe, wie die Bevölkerung Bekleidung, Schuhe, Spielsachen bringt und wenn ich sehe, wie viele von unseren ökumenischen Kleiderladen bis zum Umfallen, das ist keine Übertreibung, sortieren, ordnen nach Größe, dann ist das einfach wahnsinnig gut und beeindruckend und ich möchte allen, auch im Namen meiner evangelischen Mitbrüder und Mitschwestern, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Und ich finde auch gut, dass die Parteien sich zurückhalten, damit das nicht so aus ihrem Parteienklüngel herauskommt, sondern dass wir wirklich sagen, wir stehen hier zusammen und wir halten zusammen und das ist über die Grenzen hinaus. In der Süddeutschen Zeitung habe ich gelesen, dass der Bund 21 Milliarden Mehreinnahmen hat im ersten Halbjahr. Also, wegen der Flüchtlinge wird also keine Kita und keine Sozialwohnung weniger gebaut. Wir können es uns im wahrsten Sinne des Wortes leisten, Flüchtlinge aufzunehmen, ohne Grenzen. Was wir tun müssen, und da sind wir, glaube ich, alle gefordert, werbend, erklärend, Verständnis wecken für die Situation. Als ich in der Schule war, standen da zwei Jungs, 10-Jährige, vor der Westerbachschule. Die Westerbachschule hat zugemacht, denen ist also sozusagen die Schulheimat genommen worden und auch
der Spielplatz, da ist ja ein Spielplatz davor, konnten sie auch nicht drauf. Im Moment geht das nicht. Das habe ich ihnen dann versucht zu erklären. Und ich denke so, insgesamt, überall müssen wir da was tun, erklären, damit Menschen verstehen, dass hier viele Menschen, viele Flüchtlinge sind, damit mehr Verständnis und mehr Akzeptanz da ist. Die Liebe, die Nächstenliebe fordert, dass wir jedem Menschen zu Hilfe kommen. Von unserem christlichen Gottesbild hat Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Gott ist Liebe und die Menschen sind zu Liebende. Und deswegen, Gott sortiert nicht Menschen aus. Gott ist auch nicht deutschnational. Gottes Liebe gilt weltumfassend. Gottes solidarische Sonnenblume leuchtet auch hier in Ohr-Erkenschwick auf, gerade auch durch uns ganz hell und bunt und laut. Geht auf.